Guten Morgen. Guten Morgen, wie ihr sehen könnt, habe ich mein Hemd gewaschen. Es ist eisekalt. Das ist nass, das ziehe ich jetzt an, weil das trocknet dann und dann kann ich das andere nämlich auch noch waschen. Ja, wir haben ungefähr 1 Grad gefühlt. Pi mal Daumen ist natürlich schwer abzuschätzen, wenn man kein Thermometer hat. Und jetzt gibt es erstmal warme Bekleidung und was zu essen. Mein Nachtlager. Mit einer idyllischen Aussicht. Bye bye, toller Schlafplatz. Das war jetzt wirklich eine super idyllisch schöne Nacht, weil ich hier auf diese Wiese schauen konnte. Und heute Nacht war es relativ hell, weil wir wahrscheinlich einen starken Mond haben. Den habe ich aber nicht gesehen durch den Nebel. Und ich musste den Gürtel heute Morgen enger schnallen. Das heißt, entweder hat sich der Gürtel ein bisschen gelöst oder ich habe abgenommen. Also das wird aber letztendlich die Waage zu Hause mitteilen, ob ich abgenommen habe oder nicht. Bin mal gespannt. Aber es wäre möglich, weil ich ja unterkalorig unterwegs bin. Also ich habe ja weniger Nahrung dabei, als mein täglicher Bedarf ist. Mal sehen. Ja, zwei Wege. Es fehlt die Markierung, so wie hier. Für den Schluchtensteig, also muss das Navigationsgerät angeschaltet werden und das sagt, okay, rechts den Weg runter. Das ist eine kleine Mini-Schlucht hier. Ihr seht, komplett konträr zur Wutachschlucht, aber durchaus sehenswert. Auch sehr wild und immer wieder kleine Stege von links nach rechts. Das ist schon cool. Ich habe gerade St. Blasien verlassen und da unten dieser Kuppelbau, das ist ein international renommiertes Internat. Dort schickt alles das, was in der Welt, auf der Welt Rang und Namen hat, seine Kinder hin zur schulischen Weiterbildung. Dieser kleine Ort, der hat sogar Stadtrechte, was ich sehr interessant finde. Ja, und jetzt mache ich hier oben noch eine Rast, weil ich noch ein bisschen meine Akkus laden muss. Und tatsächlich klappt es mit dem Laden trotz bedecktem Himmels und immer wieder Nebelschwaden. Aber ich brauche dringend Saft, dass ich euch weiterhin mit Videos versorgen kann. Zum Glück habe ich heute Nacht noch zwei Akkus mit der Powerbank geladen. Die Powerbank ist zwar auch am Ende, die keucht aus dem letzten Loch. Ja, mal sehen, wo ich Strom herbekomme und vielleicht wird das Wetter doch noch besser und ich, ja, kann mit meinem Solarpanel
noch ein bisschen Energie generieren. Aber jetzt chill ich erstmal ab. So. Das Solarladegerät habe ich auf den Rucksack gepackt, dass ich auch während dem Gehen Energie einspeisen kann. Das sind zwar keine Idealbedingungen heute, aber immerhin, es lädt und das ist cool und hoffentlich auch ergiebig genug. Ein Aussichtsturm, so wie es aussieht. Ich mache gerade eine kleine Rast hier am Klosterhofweiher. Das Wetter wechselt, wie ihr hören könnt, und setzt bestimmt gleich Regen und Wind ein, also noch stärkerer Wind als jetzt. Ich weiß schon wieder nicht, wie spät es ist. Ich kann es auch heute schwer abschätzen. Ich glaube, ich fange jetzt langsam mal an, mir einen Schlafplatz zu suchen. Vor allem, wenn es jetzt richtig wild wird, weil das sicherlich länger anhält, so wie es aussieht und was das Wolkenbild so hergibt. Ja, und dann kommt das alte Procedure, was Leckeres zu essen kochen, ein warmes Getränk machen, Körperpflege betreiben, abchillen in der Natur, ja, noch ein paar Gedanken machen, Notizen erfassen. Und dann Haier machen, wenn es klappt. Die Temperatur ist gerade stark gecrashed. Es ist eisig kalt hier oben. Ein eiskalter Wind hat eingesetzt. Und ich denke mal, der Regen, der lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Deswegen habe ich präventiv schon mal den Rucksacküberzug und meine Gore-Tex-Jacke angezogen. Bin mal gespannt, wann der Regen einsetzt und vor allem wie stark er wird. Und ja, ich bin auch wieder über 1000 Meter hoch, hat mir das Navigationssystem gesagt. Das ist natürlich besonders spannend und ich liebe das, wenn man gut angezogen ist, wind- und wasserdicht verpackt und wenn es dann richtig von oben runter schüttet. Das habe ich schon als Kind immer sehr gemocht. Ja, und vielleicht wird mein Wunsch ja heute nach heute wieder wahr, oder vielleicht entspricht das Wetter meinem Wunsch, dass es richtig runter macht. Ah, köstlich. Es ist eine wirklich tolle Tour. Ich bin hochzufrieden und einfach gut drauf. Größtes Landschaftsalpenpanorama im Schwarzwald. Es ist wirklich unglaublich, wie oft man von den wenigen Menschen, die einem hier begegnen, angesprochen wird und was für tolle Gespräche sich dann entwickeln. Heute Morgen habe ich jemanden aus der Schweiz getroffen,
Ein Mann in meinem Alter, der findet sich gerade in der Natur wieder und macht viele lange Wanderungen. Ein super Gespräch gehabt, eine ganze Stunde. Gerade habe ich mich mit einer älteren Dame unterhalten, die hatte zwei tolle wilde Hunde. Und das war eine Apothekerin, die hat dann hier von der Region erzählt und von ihrem Hund. Es war wirklich spannend, weil ich bin ja auch Hundebesitzer. Jetzt mein Hund bei der Tour hier nicht dabei. Und ja, es ist cool, weil solche Begegnungen, solche Gespräche finden normal nicht statt. Und klar, wenn jemand mit dem Gepäck unterwegs ist, mit dem großen Rucksack, dann ist das natürlich eine super Einleitung und dann kann man sofort starten. Und da ich nicht kontaktscheu bin und mich auch immer freue, wenn ich ins Gespräch komme, weil das meistens spannend und informativ ist, ja, wird es auch immer cool und ich nehme dann immer auch eine Menge mit für mich persönlich und das ist schön. Das genieße ich natürlich auch sehr an diesen wilden Touren, wo man jetzt hin und wieder mal auf irgendeinen Menschen trifft. Das verbindet irgendwie. Regen hätte schon längst einsetzen müssen. Die Wolke ist vorhin an mir vorbei, also ich habe es regnen gesehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es ist 20 Uhr etwa, das weiß ich, weil ich vor anderthalb Stunden durch Todtmoos gegangen bin. Ich habe immer noch keinen guten Schlafplatz gefunden, ich muss jetzt endlich was finden, weil ich bin schon durch, habe heute eine hohe Marschleistung, aber keinen Bock mehr jetzt heute. Also wird Zeit für meinen kuscheligen Superschlafsack. Ja, und es wird auch frisch. Guten Morgen. Ja, alle Sachen sind nass, wie ihr sehen könnt. Auch der Schlafsack ist nass geworden. In den Biwaksack ist Wasser reingelaufen, aus irgendeinem Grund auch immer. Ich weiß nicht die Ursache. Und ich habe in fast einer stehenden Brühe geschlafen. Klamotten sind natürlich auch nass. Der Schlafsack hat aber weiterhin hervorragend gewärmt. Das ist eine spezielle Daune, was mich sehr überrascht hat. Ja, und habe natürlich kaum geschlafen, sehe wahrscheinlich auch dementsprechend aus. Egal, es war trotzdem eine saugeile Nacht. Ich hatte richtig mollig warm. Das Wasser ist mir hin und wieder mal ins Gesicht getropft. Gut, das ist so, das ist das Tolle draußen, da erlebt man solche Sachen. Jetzt packe ich meine ganzen Sachen hier zusammen, mein ganzes nasses Zeug. Und dann kommt die letzte Etappe. Es geht durchs Wehratal und da freue ich mich schon sehr drauf. Gestern Abend habe ich ja ziemlich spät mein Nachtlager gefunden. Ich war ja über 12 Stunden gestern unterwegs, bin ja fast durchmarschiert, bis auf 2-3 kleine Päuschen. Und bin ich natürlich schon ziemlich weit, weiter als geplant, aber ich habe mir gestern noch ein paar Sachen angesehen und war auch extrem schnell. Jetzt hoffe ich, dass es noch ein paar Kilometer geht, nicht, dass die Tour viel zu früh endet. Und habe jetzt auch nichts gefrühstückt heute Morgen,
weil alle Sachen nass sind und der Platz eben doof war. Ich möchte eine Stelle finden, wo das Frühstücken schön ist, Spaß macht und wo man sich vielleicht auch vernünftig hinsetzen kann. Ja, und deswegen halte ich jetzt Ausschau nach der nächsten Schutzhütte oder irgendwie einer tollen Bank mit einer schönen Aussicht. Der Himmel klart auf, es wird blau und es hat pünktlich zum Wachwerden aufgehört mit dem Regnen. Fast alle Bäume tot. Da oben springt ein Hirsch weg, oder? Der hat Geweih gehabt. Krass. Gämsen, Berggämsen. Seht ihr das? Wow. Da unten. Bei so schnellen Tierbeobachtungen muss man immer aufpassen. Da ist man oft verleitet, ja, vielleicht einen Fehler zu begehen in der Identifikation. Und deswegen habe ich gerade gesagt, Hirsch, weil es sah tatsächlich so aus. Und dann war das Ding auch schon wieder verschwunden. Aber dann kam ja Nummer 2 nach und es war eindeutig eine Berggämse. Wow. Da seht ihr den Wolkenzug, beziehungsweise Nebel, ist ja eigentlich das gleiche, streng genommen, Feuchtigkeit, die durch die Luft gewirbelt wird. Ich glaube, dieser Weg ist nicht mehr jedermanns Sache. Da muss man auch ein bisschen schwindelfrei sein, weil hier fast nichts mit Seilen abgesichert ist und es teilweise doch schon, ja, steil runter geht. Wenn man da runterpurzelt, na dann, hallo die Waldfee. Ah, hier haben wir das Seil. Grundsätzlich gilt in allen Gebirgen, wenn ein Seil vorhanden ist, dann sollte die Hand ans Seil, besser gesagt, die Hand muss ans Seil. Diese Seile werden nicht umsonst dort befestigt und das kann vielleicht das eigene oder das Leben von anderen retten, wenn man das Seil, wie es sich gehört, greift. Das Interessante an dieser Veratalschlucht ist, dass man ein ziemlich langes Stück weit oberhalb des Gewässers geht. Also man hört die Vera unten rauschen. Und dennoch ist es wirklich teilweise knackig von den Wegen her, auch anspruchsvoll ein bisschen und wirklich imposant, vielseitig. Also, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass ich hier noch am Ende meiner Schluchtensteigwanderung noch
sowas Schönes auftut und ich noch mit sowas Tollem belohnt werde. Also bin echt dankbar und freue mich, weil das ist ein schöner Abschluss. Aber ich habe ja noch ein paar Kilometer, also da kann ja noch eine Menge passieren. Das ist ein ganz toller Pilz. Den verwenden wir bei meinen Überlebenstrainings auf www.larskonarek.de immer zum Transport von Feuer oder als Anzündmaterial. Das ist wirklich ein wahnsinnig vielseitiger Pilz und der wirkt auch auf der Haut antiseptisch, wenn man den als Wundauflage nutzt. Und da kann man noch ganz andere tolle Sachen mitmachen. Also das ist ja eigentlich sozusagen der Superpilz, was jetzt die Funktionalität betrifft. Und das wusste selbst der Ötzi schon. Der hat diesen Pilz nämlich bereits verwendet. Das ist hier bei klarer Sicht bestimmt beeindruckend, weil die Straße, die sich so meanderförmig durch das Tal schlängelt, läuft parallel zum Fluss. Und ja, ich glaube, das ist wirklich ein schönes Motiv. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ganze Blaubeerfelder, wie im hohen Norden. Lecker was. Wie sich das Wasser hier durch den Weg gegraben hat. Und so kann man in etwa das beschreiben, wenn sich eine Schlucht bildet. Das gleiche Prinzip, das Wasser bahnt sich immer tiefer den Weg, den Lauf irgendwo hin und dann entsteht sowas. Ja, und hier gab es dann aufgrund dessen einen Erdrutsch und jetzt muss der Weg neu gesichert werden. Ja, hier wird die Wehra in einen Stausee verwandelt und es geht dem Ende zu. Die letzten 3 Kilometer stehen an und ich bin schon ein bisschen, wie sagt man, wehmütig, weil das so schön, so einzigartig war und ich jetzt wieder in die Zivilisation komme. Aber der Weg war der Knüller. Dieser Weg war der absolute Knüller. Ja, liebe Leute, hier in Wehr endet der Schluchtensteig. Und jetzt ist natürlich wieder überall Zivilisation. Es ist laut. Die Vermüllung nimmt zu auf den Wegen. Das ist ein krasser Kontrast zu dem, was ich jetzt wirklich hier 6 Tage lang erlebt habe. Es war eine wunderbare, ereignisreiche Strecke. Ich habe so viel Flora und Fauna gesehen, ja, was ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe und hatte natürlich auch Spaß. Es hat dem Geist sehr gut getan, dem Körper auch. Und auch wenn ich mich manchmal ein bisschen verausgabt habe, ich bin ja übermäßig viele Kilometer gegangen, also nicht die normalen 119, glaube ich. Ich habe immer wieder Abstecher gemacht und dann wieder auf die normale Route zurück. Es war wunderbar und ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug gefallen. Wichtig ist, dass ihr gut ausgerüstet seid, immer trittfestes Schuhwerk, also nicht mit Turnschuhen gehen. Habt auch immer noch mal Nässe-Schutzbekleidung oder eine wärmende Jacke oder einen Pulli dabei. Selbst im Sommer, weil in den Schluchten kann das sehr kühl sein. Und ich empfehle euch, geht die Schlucht entweder vor Stühlingen nach Wehr oder von Wehr zurück nach Stühlingen. Also man kann den Weg ja auch umgekehrt gehen. Ihr könnt diesen Schluchtensteig sehr gut mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln erreichen. Und wenn euch meine Videos gefallen haben, dann gebt mir ein Abo
gebt mir ein Like und mehr zu mir und meiner Person auf www.larskonarek.de. Demnächst wieder outdoor-lastige Videos für euch mit super Wissen. Also bleibt dran, Glocke, bis dann, euer Lars.